Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeigen wir euch mal, wie man die Schneeglöckchenprinzessin machen kann. Das ist auch ganz einfach zu machen. Also, ihr habt wieder für drei Schneeglöckchen alles im Päckchen, die Gesichter sind dabei und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ich male den Inneren immer an, weil die Schneeglöckchen ja eigentlich da so ein bisschen was Grünes haben und da könnt ihr ganz normale Acrylfarbe nehmen. Und macht da, ich mache da immer da so Linie drauf und da unten so ein Stückerlweise reingemalen. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Das macht es dann einmal ringsrum. Ja? Einfach so ein bisschen, dass das ein bisschen einen Grünstich hat. Und dann nehmt es einfach am besten so ein helles Grün. Das schaut immer am schönsten aus. Und einfach ein bisschen da so drüber schattieren. Da oben ein bisschen die Linie mit reinfahren. Und dann ist das gleich fertig. Das trocknet auch relativ schnell. Also da braucht es keine Angst haben, dass euch das nicht trocknet. Und dann ist das schon fertig. So geht's los. Ja, meine Kunde hat jetzt eine Trockenzeit und dann zeige ich euch, wie es losgeht. Und zwar fangen wir mal an mit dem Mützler nähen. Und zwar habt ihr 1,50 m Band dabei. Und das wird die Mütze. Und dann nehmt ihr 50 cm, der sich, oder 60, der zu runterschneiden von dem Ganzen, macht einen Knoten rein und da seht ihr schon, da ist das nur zusammen. Das könnt ihr aber zusammen lassen, ihr braucht es kaum zusammenklappen. Und jetzt haben wir eine kürzere Seite und eine längere Seite. Und auf der längeren Seite, da fangt ihr innen an mit euren Knopf rein. Ja, dass der Knoten da innen drinnen versteckt ist, den versteckt man da innen drinnen. Und dann machen wir wieder überwend, den ersten wieder doppelt, wie bei allen Sachen. So dass das fest ist, dann kann es schon immer aus und dann könnt ihr überwend jetzt hergehen, wenn man trifft, dann geht das auch einfach einen Stich nach dem anderen setzen. Ja, bis auf der anderen Seite drüben angekommen seid. So, ich mache da jetzt mal die Schnellvariante. Ich bin jetzt mal drüben auf der anderen Seite angekommen und jetzt habe ich den letzten Stich. Ja, den mache ich jetzt noch und dann gehe beim ersten rein und gehe innen raus. Ja? Also beim letzten geht es ja innen raus, dann durch das Ganze ein bisschen umkrempeln, dass ich das ein bisschen vernähen kann und dann macht es einfach nur, das sticht jetzt da nochmal durch. So, einmal rauf und einen Stich runter und dann können wir es schon abschneiden. Wo haben wir unsere Schirle? Moment, da ist also. Einmal abschneiden, dann ist unser Hütli eigentlich fertig. Ja, ist alles parat. Wenn da unten das ein bisschen so lang ist vom Knotenmacher, das könnt ihr auch abschneiden, dann stört das nicht. Dass es nicht ausschaut. So, dass es nicht rausschaut. Ja, unser Hütli ist fertig. Okay, dann nehmen wir den langen Faden. Wo habe ich ihn jetzt? Habe ich nicht eingefädelt, ganz toll. Machen wir jetzt einmal einfädeln. Und dann braucht ihr keinen Knoten reinmachen, sondern wir nehmen jetzt einmal das Teil, das ist der Blütenstempel, und dann ist wie ein Zickzack auffädeln. Einmal unten rein, einmal oben, ja, sodass das dann wie Zickzack zusammen. Ihr könnt es auch zusammen falten, zuerst in Zickzack, und dann einfach einmal durchgehen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da kann nichts schief laufen. Dann zieht ihr einen Faden rauf, bis es so ganz kurz ist, und dann könnt ihr das zusammenknoten. Dann machen wir da einen Doppelknoten rein, dass das richtig schön fest ist. Na, fast doch ein bisschen kurz gemacht. So. Aber sparsam. Seht ihr das? So, jetzt hat der mal unser angemahlenes Teil. Das ist jetzt der Stempel unten. Die Christine zeigt es euch nochmal auf dem Ding. Und dann nehmen wir jetzt halt als allererst zum Fädeln unser angemaltes Teil her. Also, jetzt kommt das da rein. Dann kommen die Flügel oben drüber und die schaut immer, dass sie versetzt drauf macht gleich. So, dass das praktisch nicht auf derselben Richtung, sondern so dann da liegt. Ja? Dann macht eure Arme rein. Eure Blüte oben auf. Da hängt ein schöner Kragen hat. Genau. Und dann kommt das Köpfle drauf. Wie die Köpfle anmalt, tue ich euch auch wieder ein Video verlinken von den früheren Videos, wie man die bemalt, damals schon oft noch zeigt. Da könnt ihr das so mal nachschauen. jetzt ist wichtig, dass die lange Seite ist nach hinten und jetzt sehen wir da 1, 2, 3, 4. Ja,
Und beim vierten geht es raus. Zwischen dem vierten und fünften stecht es einfach in der Mitte durch raus. Dann ist es auch sauber mittig und das Mützerl sitzt auch gescheit. Ja, weil dann schaut es, dann könnt ihr es nämlich sauber dann aufsetzen. Und rutzti futzti ist es fertig. Wenn euch das jetzt nervt, dass sich vielleicht die Arme und das Köpfler verdrehen, dann könnt ihr auch natürlich jetzt Step by Step da einen Tropfen Kleber drauf machen. Ich nehme jetzt dann Heißkleber. Kann man, muss nicht. Ja? Also wirklich nur Tröpfler. Ich mag es immer nicht so gern, weil die Fäden dann immer so ziehen. Aber sie bleiben halt dann auch einfach besser sitzen. Und dann mache ich da im unteren Köpferl auch da einen Tropfen Kleber her, sodass das wirklich dann das Köpfler auch immer da grad bleibt bei den Armen. Ja? Und beim Mützerl macht es so, dass das Mützerl erst ein bisschen runterzieht. Ich zeige es euch nur, wie ihr es kleben könnt. Und dann macht es da einfach ein bisschen Kleber drauf. Schauen wir, dass wir den nicht da vorne drauf kriegen. Mützchen draufsetzen. Und hinten auf der Rückseite dasselbe genauso. Ja? Ja. So, jetzt. Dann wird das Ganze festgemacht. Und dann könnt ihr natürlich jetzt auch den nächsten da drüber fädeln, wenn ihr wollt. Oder ihr lasst es einzeln, so wie es wir jetzt haben. Für den Osterstrauch. Ja, für den Osterstrauch. Ihr könnt es natürlich übereinander oder könnt es mit den Blumenkindern kombinieren. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei Basteln mit der Prinzessin hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Petra.